offener Brief. Schweiz, August 2016. An die Gemeinden, die Kantone und die Schweizer Eidgenossenschaft. Staats- und Regierungsreform Schweiz 2016-2017. Sehr geehrte Damen und Herren Staatsdiener, geschätzte Steuerzahler. Mein politisches Interesse ist etwa dasselbe wie bei einem Durchschnittsschweizer Bürger. Da in der Politik gelogen, betrogen und schikaniert wird, bleibe ich solchen Politverbindungen fern und schaue mit Bedenken ihren Taten zu. Durch ein sozialpsychologisches Gutachten, welches durch die vorhandene Staatsstruktur und deren Handlungen assoziiert wurde, sind wir auf folgenden Schluss gekommen. Die Schweizer Staatsführung und die Regierungsformen leiden unter schizophrener Soziopathie und soziopathischer Schizophrenie, handeln gegen Treu und Glauben und missbrauchen die selbst geschaffenen Machtpositionen. Geopolitisch wird gelogen und betrogen. Die Handlungen und die Abkommen mit Drittparteien sind nicht souverän und zudem höchst riskant. Durch vermeintliche Sicherheit und Beschönigungen wird Angst verbreitet, um staatliche Vorhaben durchzusetzen. Die politische Agenda wird zu unseren Gesetzen gemacht, um die Unterdrückung des Volkes schrittweise zu vollziehen. Dumm ist wer, wer Dummes tut. Um den inneren Frieden des Landes zu wahren und gewährleisten, fordert das Volk ein Umdenken und Transparenz von der Justiz und der Politik, was die Regierung offensichtlich ignoriert. Die Print- und TV-Medien sind ein Machtinstrument, welche durch die Wirtschaft und die Politik missbraucht werden. Regierungsformen versuchen ein krankes System krankhaft aufrecht zu erhalten. Sie stützen sich auf vermeintliches Wissen, welches aus Geld und Machtgier entstanden ist. Freimaurerei ist ein sektenähnliches Gebilde, welches von Aristokraten, Lobbyisten, Oligarchen, Zünften, Monarchen, Molochen, Gaunerplünderer, Schikanierer, Kryptointellektuellen, geheimes Wissen, Illuminaten, Soziopathen, Kindergartengruselkabinettmarionetten, Logenfeiglingen und dem Jesuitenorden Vatikan gebildet und geleitet wird. Ein besorgter Bürger. Durch Besitz kann ich mich nicht lieben, nur durch Teilen kann ich lieben. Mitteilen ist eine Form von geliebt zu werden oder Liebe zu verbreiten. Du bist die Kraft in der Fähigkeit zu lieben. Liebe dich selbst, wie du es verdient hast, geliebt zu werden. MLE